Ja, herzlichen Dank, Martin, für die Möglichkeit, hier wieder meine traditionelle Rolle wahrzunehmen, nämlich diesen Abend hier mit einigen Schlussfolgerungen abzuschließen. Ich muss sagen, ich habe mich jeweils immer sehr auf diese Rolle gefreut, aber heute fällt es mir jetzt etwas schwer. Ich finde, und ich war ein bisschen überrascht, der Titel ist relativ einfach gehalten, vom Franken zum Token, aber ich glaube, die Diskussion heute Abend hat aufgezeigt, wie unglaublich das Facettenreichtum dieses einfachen Wortes Geld ist, oder? Und speziell, wenn man es dann aus der physischen in die digitale Welt überträgt. Es sind viele interessante Aspekte aufgetaucht, aber damit natürlich auch viele Fragen. Und ich versuche, diese Fragen quasi auf drei Ebenen zu gruppieren und damit im Prinzip für mich meine Zusammenfassung des heutigen Abends herzustellen. Erstens die Ebene des Zahlungsmittels, also Ersetzung von Geld durch irgendetwas anderes. Wir haben gehört, und ich war eigentlich überrascht von Herrn Reinfeldt, da war nicht der ganz große politische Plan in Schweden. Man hat nicht einmal eine politische Debatte darüber geführt, ob man Bargeld reduzieren soll oder nicht, sondern man hat den Trend aus Gewohnheit und aus Technik, Technologie und, wie Herr Gevers auch gesagt hat, der Economics genutzt, um Bargeld zu reduzieren. Und ich glaube, Schweden ist ein hervorragendes Beispiel. Es funktioniert ohne große, administrative Eingriffe. Die zweite Ebene ist die Frage der Plattform und der Infrastruktur, die es braucht, um Zahlungen abwickeln zu können, natürlich ganz besonders im digitalen Raum. Die Frage, wer erhält Zugang dazu, ich glaube, eine wesentliche Motivation für die Arbeit von Monetas. Dort auch die Prognose, oder, dass das zu zentralisiert werden wird, integriert werden wird, die Fragmentierung wird verschwinden. Damit entstehen Effizienzgewinne. Es entsteht natürlich aber auch Transparenz, oder? Transparenz generiert Daten und Daten führt dazu, dass eben Macht entsteht und damit auch die Chance des Missbrauchs ermöglicht wird. Gefreut hat mich, dass sich die zwei Referenten in einem Punkt einig waren, nämlich dass der Schweizer Franken unbedingt schleunigst digitalisiert werden muss. Aber offensichtlich wurde keine Einigkeit erzielt, ob das zentral oder dezentral zu erfolgen hat. Ich nehme an, hier wird die SNB auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Immerhin, glaube ich, können wir die Diskussion als angestoßen betrachten. Sie wird wahrscheinlich oder mit größter Wahrscheinlichkeit weitergeführt. Dritte und letzte Ebene ist die gesellschaftliche Ebene. Wir haben es gehört, oder? Mit der Verschiebung in die digitale Welt werden Machtverschiebungen entstehen. Es werden neue Themen mit Bargeld verknüpft oder mit Geld verknüpft. Ich glaube, es ist besonders aus Herrn Gevers Referat deutlich geworden und auch aus dem Votum aus der hinteren Ecke brennende Probleme wie Zugang zu Ressourcen, faire Ressourcenverteilung, Hunger, Chance für ökonomische Entwicklung. Etwas überrascht hat mich, dass es schwer gefallen ist, oder mindestens für mich, ich habe das nicht so deutlich herausgespürt, welche dann Chancen für die Wirtschaft aus der Digitalisierung direkt entstehen, oder? Das hat heute Abend relativ wenig Platz eingenommen, aber vielleicht bietet sich bei einem guten Glas Wein dazu nachher noch die Gelegenheit. Ich glaube insgesamt, es ist schwierig zu sagen, wohin die Reise geht. Wahrscheinlich, und da teile ich auch Ihre Meinung, werden wir in Bezug auf die Dynamik, nämlich Ausmaß der Veränderung und Zeit, Geschwindigkeit der Veränderung, alle überrascht werden. Ich denke auch, wir überschätzen das. Gleichzeitig aber bietet dieser Prozess viele, viele Chancen und ich hoffe, es ist uns gelungen, Ihre Neugierde in dieser Frage zu wecken, aufrechtzuerhalten und es wird ein spannendes Thema bleiben. Ich möchte mich bei den Rednern ganz herzlich bedanken, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben, dieses Thema anzupacken. Martin Spieler für die lebhafte Diskussion in zwei Sprachen souverän gemacht, hatten wir noch nie bisher, oder? Ein ganz neues Potenzial, das wir da entdecken. Und ich möchte Ihnen allen ganz herzlich danken, dass Sie gekommen sind, danken für Ihr Interesse an SIX und ich freue mich, mit Ihnen die Diskussion beim anschließenden Aperitif und dinerisch weiterführen zu können. Herzlichen Dank und viel Spaß. Applaus